Liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel unserer Islanders gegen die Gäste, die Tigers aus Bayreuth. Sieg für unsere Islanders im Shutout, im Penalty-Schießen. 812 Zuschauer waren heute im Stadion und haben eine packende Partie gesehen. Erstes Drittel 1-0, zweites Drittel 1-1, drittes Drittel 0-1. Ich begrüße hier an meiner Seite die beiden Verantwortlichen für die Mannschaften, Larry Suarez für unsere Gäste aus Bayreuth und Michael Beindl, unser Head Coach in Lindau. Ja, Larry, deine Meinung zum Spiel heute? Hallo. Erstmal Glückwunsch zum Lindau. Ich denke, es war ein sehr gutes Spiel. Von unserer Mannschaft war das wirklich bis jetzt unser bestes Spiel. Es fehlt uns auch ein paar wichtige Leute und ich denke, dieser Star heute, die hat echt Charakter gezeigt und war, ich weiß nicht, ob das wirklich Deutsch ist, aber war ja in Richtung Arbeitssieg, aber in dem Verlängerung oder Shootout kann das und oder gehen, aber persönlich, ich habe sehr viel Stolz auf unsere Mannschaft und die Arbeit, die die heute gezeigt hatte, der Charakter, den die hat gezeigt, auch zurückzukommen gegen einen sehr starken Gegner. Lindau ist schnell, die sind in dem Transition sehr gut auf beide Seiten von der Scheibe, war auf keinen Fall ein einfaches Spiel. So, wie gesagt, stolz auf unsere Mannschaft und congratulations to Lindau, nochmal. Ja, danke, Michael. Du hast die Glückwünsche von deinem Kontrahent bekommen. Wie hast du das Spiel gesehen und wie schätzt du die Leistung deiner Mannschaft heute ein? Ja, schönen guten Abend erstmal, Larry. Danke für die Glückwünsche. Ja, man kann sich das Leben auch schwer machen. Ich denke, wir hatten die drei Punkte halt verdient gehabt. Wir müssen auch lernen, dass wir unseren Spielstil oder wie wir spielen wollen, über 60 Minuten spielen und nicht immer wieder, wenn es dann vielleicht mal leicht ist, abgrenzen oder einen anderen Weg gehen. Und wenn wir die Chancen machen, dann geht es anders da aus. Powerplay werden wir umstellen, müssen wir ja wieder arbeiten dran, dass das besser wird, weil das war ein bisschen der Knackpunkt heute. Aber ich meine, könnten mehr Probleme da sein. Deswegen bin ich ganz glücklich, wie die Mannschaft wieder gekämpft hat, wie wir spielen, wie wir ein Tempo drin haben. Und wir machen morgen wieder unser Training, ruhen uns aus und am Sonntag dann in Passau gehen wir es wieder an. Ja, die Zuschauer waren auch unisono zufrieden mit der Leistung und waren begeistert von der Leistung. Lediglich, wie du selber gerade eben gesagt hast, die Chancenverwertung war natürlich, wenn ich sehe, dass hier sechsmal in Überzahl war es einmal in Unterzahl. Und es kam eigentlich, möchte jetzt nicht sagen, eine hundertprozentige Chance raus, aber bei 5-3 hätte man vielleicht doch etwas mehr erwarten können. Naja, man muss auch sagen, dass wir hatten ja schon zwei Riesenchancen und den holt er brutal raus. Da stand es noch 2-1 und Masi macht einen One-Timer und ich weiß gar nicht, wie er den gehalten hat. War schon sehr gut. Ich meine, der Torwart ist einer der Besten in der Liga und hat uns natürlich auch das Leben schwer gemacht. Trotzdem müssen wir daran arbeiten und ich meine, wenn es wichtig wird, irgendwann müssen wir die Punkte holen oder dann gewinnen die Spiele im Powerplay oder die Special Teams. Und ja, Unterzahl läuft ganz gut, bin ich zufrieden, aber Powerplay muss besser werden. Ja, es waren ja eigentlich jetzt mit Bietigheim und Bayreuth ja doch, ich möchte fast sagen, zwei Schwergewichte in dieser Saison oder in dieser Liga da. Und da 5 Punkte zu machen, ich glaube nicht, dass du im Vorfeld zu 100% damit gerechnet hast, diese 5 Punkte zu holen. Nein, wir wollen uns einfach in jedem Spiel die Chance geben, das Spiel zu gewinnen. Das ist ja klar. Ich meine, wir wollen auch die Großen ärgern und wir haben so viel Selbstvertrauen in der Mannschaft und das leben wir auch so. Und ich meine, mit Bayreuth, das ist eine gute Mannschaft, obwohl die natürlich zusammengewürfelt sind. Aber die Qualität haben sie, vor allem die Einzelspieler auch. Und da haben wir heute, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir schon recht gut gemacht. Ja, das haben wir alle auch so gesehen. Larry, der Lindauer Coach sagte eben, die zusammengewürfelte Mannschaft. Wie weit spielt die Mannschaft jetzt eigentlich schon nach deinen Vorstellungen? Denn es sind ja wirklich aus dem letztjährigen Kader ist nur ein Mann dabei. Bergbauer, glaube ich, er ist der Einzige. Und ansonsten lauter neue Spieler. Wie weit bist du zufrieden mit dem, wie die Mannschaft sich jetzt präsentiert? Außer natürlich, dass sie großartig kämpfen.
Ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich die Frage bekommen hatte. Ich meine, gut, wir brauchen Zeit und klar, wir kennen uns überhaupt nicht. Wir lernen einander. Trainer, Spieler, Trainer. In der Kabine, der Spieler untereinander. Die Laufwege, welche Reihe funktioniert am besten, welche Leute passen besten. So es ist nicht eine große Kunst, aber wir brauchen doch ein bisschen Zeit. Ich meine, als wir eine Woche braucht oder einen Monat, das ist schwer zu sagen. Aber wir arbeiten täglich daran, wir lernen uns ein bisschen besser. Ich denke, für uns war sehr wichtig, diese Punkt zu kriegen. Ja, war am besten 3 oder 2, aber mit dem einen Punkt können wir ein bisschen Selbstvertrauen bekommen, weil es ist auch, mein Eindruck ist, dass wir haben sehr viel Angst, Fehler zu machen. Alles ist neu. Wir wollten uns am besten präsentieren zu den Zuschauern untereinander. Und ich glaube, das spielt doch ein bisschen Rolle in, das verhindert unsere schnellere Entwicklung. Aber vielleicht heute Abend können wir was Gutes rausnehmen. Ja, und dann noch eine abschließende Frage. Ein Mann hat heute auf dem Spielberichtsbogen und auf dem Eis gefehlt, der uns hier in Lindau natürlich sehr bekannt ist, Jan Hammerbauer. Was war mit ihm? Warum war er heute nicht dabei? Mit Jan, der war verletzt kurz vor Training, Anfang der Woche. Der hat ein bisschen Rückenverletzung und er kommt nicht in sein Situ rein, er konnte nicht runterkommen. Das dauert, wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wir hoffen, dass er zurückkommt. Er ist ein wichtiger Mann für uns, ein sehr wichtiger Spieler mit Erfahrung und natürlich seine Fähigkeit. Aber gut, ist verletzt und wir hoffen, dass er schnell zurückkommt. Gut, das wünschen wir natürlich ihm und dir natürlich auch, dass du ihn bald wieder zur Verfügung hast. Ja, meine Herren, in diesem Fall bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aussagen zum heutigen Spiel. Schauen wir noch kurz nach vorne. Wie du gerade vorhin sagtest, wir fahren am Sonntag nach Passau. Sicherlich auch mit dem Gedanken, weil ich glaube, da stand es nach 2 Drittel in Füssen, stand es da auch schon nicht gerade gut für Passau. Vielleicht können wir da ein bisschen noch nachlegen zu unseren Gunsten, um dann am nächsten Mittwoch vor dem Feiertag um 19.30 Uhr hier in der Arena empfangen wir den SC Riesersee. Und ich hoffe, dass alle Zuschauer wiederum da sind. Heute, wie gesagt, 812. Ein paar haben noch Platz, dann ist die Arena voll. Und ansonsten, die Mannschaft wird alles geben, um diese Zuschauer zufriedenzustellen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche allen Anwesenden hier in der FIP-Lounge einen guten Nachhauseweg, euch eine gute Heimreise, kommt gut heim und dir natürlich am Sonntag eine gute Reise mit deiner Mannschaft nach Passau. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch.